Guten Tag, ich bin Jürgen Steinauer vom Kniepex Produktmanagement und begrüße Sie in der Kniepex Werkstatt, wo wir uns heute mit den Kniepex Federbandschellenzangen beschäftigen wollen. Diese Federbandschellenzangen bieten wir in zwei Varianten an. Eine der Varianten hat einen Feststeller und die andere Variante hat einen solchen Feststeller nicht. Zunächst einmal möchte ich Ihnen die besonderen Eigenschaften zeigen, die beide Zangen gemeinsam haben. Da sind zum einen die von uns besonders gestalteten Greifeinsätze, die diesen Federbandschellenzangen eine ganz enorme Einsatzbreite geben. Wir können mit diesen Zangen sowohl Standard-Federbandschellen greifen, als auch Raumspar-Federbandschellen. Auch die ganz eng anliegenden Federbandschellen, die Sie im Bereich von Turbomotoren von VW und Audi finden, können mit diesen Zangen gegriffen werden und ebenso Drahtschellen. Die Anpassung an die unterschiedlichen Größen der Federbandschellen erreichen wir durch das verstellbare Zangengelenk, ganz zugeschoben für die kleinen und geöffnet für die großen Federbandschellen. Und nun zeige ich Ihnen mal ein paar besondere Vorteile der Federbandschellenzange mit Feststeller. In der Serienmontage von Ringen ist es ganz wichtig, dass man nicht während der gesamten Montagezeit die Ringspannung mit der Muskelkraft gegenhalten muss. Wir stellen unsere Zange auf die richtige Ringgröße ein, greifen diesen Ring mit der Zange und schließen ihn. Und der Feststeller übernimmt die Aufgabe, die Ringspannung aufrechtzuerhalten. Jetzt führen wir den Ring in der Montage an die Stelle, wo er abdichten soll, und lösen den Feststeller, setzen den Ring an seine Stelle und fertig. Es ist ganz wichtig in der Serienmontage, dass sich so ein einstellbares Gelenk dann nicht von selbst verstellt. Und deswegen muss man immer diesen Knopf hier drücken, bevor man die Zange auf eine andere Ringgröße einstellen kann. Einen weiteren Vorteil des Feststellers erleben wir, wenn wir beide Hände brauchen, um an den Bauteilen noch mal etwas nachzurichten, gleichzeitig aber der Federring gespannt bleiben muss. Diese Spannung übernimmt die Zange, beziehungsweise der Feststeller in der Zange. Und ich habe beide Hände frei, um diese Bauteile noch mal nachrichten zu können. Und wenn ich das erledigt habe, setze ich den Ring an seine endgültige Stelle, löse den Feststeller und nehme die Zange vom Werkstück herunter. Die Federbandschellenzange ohne Feststeller haben wir mit einem Schiebemechanismus zum Einstellen ausgestattet. Das ist besonders dann von Vorteil, wenn man wenig Platz zur Verfügung hat. Und das ist beim Einsatz an Federbandschellen häufiger mal der Fall. Also zugeschoben, gegriffen und die Federbandschelle betätigt. Ebenso das Gleiche bei Drahtschellen. Und wenn die Schellen noch enger stehende Greifenden haben, wird die Zange einfach weiter zugeschoben und damit lassen sich dann auch Raumsparschellen größerer oder auch kleinerer Querschnitte greifen. Und ebenso auch diese ganz extrem raumsparenden Schellen, wie wir sie an den Turbomotoren von VW und Audi Autos häufig finden. Beide Federbandschellenzangen haben noch einen gravierenden Vorteil gegenüber manchen Wettbewerbsmodellen. Sie haben nämlich drehbare Greifeinsätze. Und diese drehbaren Greifeinsätze erlauben es, dass man in der Position der Zange zum Ring die Richtung wechselt. Egal von welcher Richtung man an den Ring herankommt oder wie man die Hand drehen muss, um den Ring irgendwo am Schlauch längs bewegen zu können. Das macht die Zange alles mit, ohne dass der Ring aus den Greifeinsätzen herausspringt. Ein weiterer Vorteil ist noch, dass wir keine Vorzugsrichtung haben, in welcher man an den Schlauch herangehen muss. Man kann die Zange sowohl in dieser Richtung benutzen, als auch in der entgegengesetzten Richtung. Wenn man also auf der anderen Seite des Rings steht, ist dieser genauso gut zu greifen und zu betätigen. Die beiden Kniepex Federbandschellenzangen sind extrem universelle Werkzeuge, sowohl was die Größenvielfalt der zu greifenden Ringe wie auch was die Artenvielfalt der zu greifenden Ringe angeht. Wenn Sie also öfter an Automobilen mit unterschiedlichen Federringbauarten zu arbeiten haben, sind das genau die richtigen Werkzeuge für Sie.